Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum neuen SCB Verse Report. Es ist wieder eine Woche rum, wir haben die 39. KW inzwischen und jetzt nähern wir uns wirklich mit großen Schritten der CitizenCon 2948. Am 10. Oktober soll die stattfinden und wie wir zuletzt aus ATV erfahren haben, sind nur noch unter 50 Tickets vorhanden. Es bedeutet, wer noch kurz entschlossen zufällig in der Gegend von Austin, Texas sein sollte, der kann sich auf jeden Fall noch einklinken und kann dieses große Event miterleben. Es wird sicherlich eine Riesenparty. Und vorbereitend dafür sind natürlich die Arbeiten an der Alpha 3.3 weiter in Hot Speed sozusagen. Die Evocati haben den Patch bekommen und sind jetzt aktuell in der Testphase. Das heißt, der erste Teil des PTU-Releases, also das Public Test Universe, hat jetzt begonnen in Form von den Evocati-Testern. Für alle, die jetzt noch nicht so genau wissen, was sind denn jetzt eigentlich Evocati? Das sind besondere Mitglieder aus der Star Citizen Community, also innerhalb der Backer, die sich durch zum Beispiel besonders intensives Spielen, Testen, Reporten im Issue Council und so weiter einen Namen gemacht haben und dementsprechend von Robert Space Industries selber zu Evocati-Testern eingeladen wurden. Diese sind mit einem NDA, einem sogenannten Non-Disclosure Agreement oder auch einer Verschwiegenheitserklärung ausgestattet und müssen die unterschreiben und dürfen dementsprechend nichts über die Inhalte des ersten PTU-Releases, nichts über die Ergebnisse und auch nichts über die Performance oder ähnliches erzählen, solange wie der NDA nicht aufgehoben wird. Und der wird immer dann aufgehoben, wenn die Evocati-Testphase beendet ist und es von da aus dann weitergeht in die First Wave PTU-Testers. Da gehören jetzt regulär die Concierge-Mitglieder mit dazu. Meistens werden kurz darauf auch die Subscriber mit eingeladen und von dort aus geht es dann in Wellen, bis das PTU für alle released wird und letztendlich dann der Patch live geht. So, das ist also der aktuelle Ablauf, auf den wir uns jetzt vorbereiten können. Wie gesagt, momentan sind die Evocati an der Testreihe und da kann man natürlich noch nicht viel erfahren. Ich kann an der Stelle auch nur sagen, wer zum Beispiel neu zu den Evocati dazugekommen ist, haltet euch an diesen NDA, das ist sehr, sehr wichtig. Da hängt letztendlich Wohl und Wehe eures Accounts bei RSI mit dran, denn auch der Build selbst, die Bilder dort, sind mit unsichtbaren Wasserzeichen gekennzeichnet. Das heißt, dort Videos rauszugeben oder Screenshots ist keine sonderlich gute Idee, weil man mit Hilfe dieses individuellen Wasserzeichens direkt zurückverfolgen kann, wer der Evocati war, der das Ganze rausgegeben hat. Und ja, wenn RSI das also durchsetzen will, dann seid ihr relativ schnell erstens euren Evocati-Status los und zweitens im Zweifel sogar euren Account. Also seid damit vorsichtig und haltet euch da dran, was ihr da vertraglich zugesichert habt und könnt auch gerne, wenn ihr nicht Evocati seid und solche Dinge seht, eure Leute darauf hinweisen, dass man da wirklich aufpassen muss. Diese Evocati-Phase ist also immer so der erste Teststein, der erste Testballon, der in die Luft geschickt wird, damit die Backer sich das Ganze angucken können. Also sozusagen kein In-House-Testing mehr von CIG, sondern hier geht es dann jetzt eben das erste Mal raus in die Community und wir sind sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aktuell ist es übrigens so, dass der ganze Build in zwei Teile aufgeteilt wird, also Object Container Streaming und ohne Object Container Streaming sind zwei verschiedene Dinge, die hier von den Evocati bearbeitet werden und dann werden wir sehen, wie das Ganze sich zur PTU-Phase ausmacht. Das sind also jetzt die nächsten Schritte. Mal sehen. Wir haben ja jetzt noch knapp 2 Wochen Zeit, bis dann die CitizenCon startet und da werden wir dann gucken, wie weit der Patch bis dahin gekommen ist. Ja, so viel also zu unserem Hot Topic und jetzt gehen wir in die Weekly Updates und die starten natürlich immer mit Around the Verse und Around the Verse wurde diesmal endlich wieder, nach einer ganzen Weile, von Sandy Gardner und Chris Roberts selbst moderiert. Zwischendurch waren ja immer mal andere dabei, von Sean Tracy bis Eric Kieran Davis hatte Sandy Gardner immer mal wieder andere Leute. Und jetzt war sozusagen wieder das primäre Pärchen am Rohr und am Mikro und hat ein bisschen was vorgestellt. Das erste waren natürlich immer so ein bisschen die Community-Highlights. Da wurde erzählt, dass es diesmal in die russische Community ging und die russische Community hatte sich zusammengefasst, gefunden, auf Daymar diesmal, ja, so ein bisschen zur Feier des Evocati-Starts haben sie sich was Lustiges ausgedacht und sind mit lauter Greycats auf Daymar gelandet und haben ähnlich wie der Rocketman, das ja eine deutsche Community war, die das gemacht hat, hier jetzt einen Schriftzug auf den Planeten gebastelt und aus Greycats das Wort Evocati geschrieben.
Ja, schöne Geschichte. Konnte man sich jetzt hier kurz angucken, wie das Ganze aussieht. Da im Hintergrund sieht man es. Und das also als kurze Vorstellung der Community-Aktivitäten. Und dann kommen wir natürlich eben schnell und direkt zu den Development-Updates. Und da ging es als erstes los mit den Scramble Races. Ein wichtiges Feature, was auch ja in der Alpha 3.3 drin ist, die zur CitizenCon dann released werden soll. Das Mission-Team arbeitet hier jetzt sehr konkret mit einem ganz besonderen Gameplay-Developer-Team zusammen, und zwar dem Lighting-Team. Hier geht es also um die Lichtsetzung, denn sie haben festgestellt, die Scramble Races führen zum Teil durch eben so unübersichtliche und vor allem finstere Teile von Asteroidengürteln, dass die Spieler keine Chance mehr hatten, im QA-Test die Asteroiden überhaupt zu sehen, die vor ihnen sind. Denn bis die Scheinwerfer des Schiffs den Asteroiden erfassen und man gerade in einer Renngeschwindigkeit drin ist, ist es zu spät und man prallt da einfach gegen. Das liegt letztendlich daran, dass wir natürlich hier ganz unterschiedliche Arten von Lichtsetzungen haben. Das bedeutet, wir haben den Zentralstern, der das Licht abgibt und damit die Hauptlichtquelle darstellt. Und wenn der eben verdeckt ist durch einen Mond oder durch irgendwelche anderen großen Asteroiden, dann ist alles dahinter in einer so tiefen Finsternis, dass man nichts mehr sehen kann. Und das muss ein bisschen abgeändert werden. Das heißt, hier werden sie sich ein bisschen dem bedienen, dass es eben kein hundertprozentig realistisches Licht ist, sondern dass man indirekte Lichtquellen eingibt, die zumindest Umrisse erkennbar machen. Also das sollen unauffällige Lichtquellen sein, sozusagen eher so Reflexionsnebel oder ähnliches, die sich rund um so ein Objekt eben befinden, die dann eben auch künstlich gesetzt werden, damit man hier auf jeden Fall die Chance hat, irgendwas zu erkennen und nicht von Asteroid zu Asteroiden abprallt und sozusagen hier Weltraumbillard spielt. Das muss auf jeden Fall nicht, das darf auf jeden Fall nicht sein. Und darum werden die Lichteffekte jetzt dann auch schon so gesetzt, dass sie möglichst dynamisch sich selbst belichten. Das heißt, auf diese Art und Weise wird eben Licht vom Zentralstern abgefangen und wie eine Art kleiner Spiegel umgeleitet, damit das Ganze eben auch einen realistischen Anklang hat. Fand ich ganz interessant. Von da aus ging es dann auch weiter in Richtung der Entwicklung der Reststops. Da wurde jetzt gezeigt, dass das sogenannte Procedural Feature Team, also das Team, was damit beauftragt ist, eben die Gameplay-Features reinzubringen, die prozedural berechnet und zusammengestellt werden, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Rest-Stops jetzt entwickelt hat und fertig hat. Und diese unterscheiden sich dann in ganz grober Art, nämlich durch die Farbgebung, durch die Form, durch auch die Größe und die Ausstattung der Reststops selbst. Haben also ja eine große Bandbreite, die wir hier dann in Zukunft im Verse finden sollen. Auch die übrigens sollen schon in der Alpha 3.3 mit enthalten sein und nicht erst mit dem Object Container Streaming kommen, was ja in einem Zwischenpatch dann geliefert werden soll. Man sieht dann hier auch einen schönen Testanflug einer Starfarer in einen der Hangars von dem Reststop. Und das ist tatsächlich eine Premiere, weil das hatten wir in-game im Persistent Universe noch nicht, in einen Hangar reinfliegen zu dürfen. Ja, weiter ging es mit dem Ausstattungsteam, das jetzt Kleidung und Gegenstände in die Landezone Lorville integriert, um sie eben weiter schön dreidimensional erscheinen zu lassen und entsprechend lebendig wirken zu lassen. Außerdem wurde die Arbeit am Energiesystem fortgesetzt. Hier geht es um das Energiesystem der Schiffe und da ging es um einen ganz besonderen Punkt, nämlich Hierarchien und Prioritäten für die Energieverteilung festzulegen. Das Schiff soll eine automatisierte Energiemanagement-Hierarchie haben. Das bedeutet, dass es selbst auch entscheidet, welche Systeme im Zweifel, wenn Energiemangel herrscht, als erstes abgeschaltet werden oder runtergefahren werden und damit dem Spieler ein bisschen zur Hilfe kommt. Dieses Setup, diese Prioritätsliste an Energie im Energiemanagement wird man aber als Spieler selber editieren können und selber optimieren können. Hier geht es also darum, dass wer sich mit dem Mikromanagement beschäftigen möchte, die Möglichkeit hat, selber seine Prioritäten im Schiff festzulegen, dass man eben sagt, im Kampf zum Beispiel ist es mir besonders wichtig, dass die Schilde und die, zum Beispiel die Antriebe ihre Priorität gegenüber den Waffen haben, weil ich eher weg will schnell. Und solche Dinge soll man eben festlegen können, außerhalb der jetzt normalerweise von dem System festgelegten Automatisierung, sodass man einmal den Spielern, die weniger Interesse haben, daran rumzuspielen, die Möglichkeit gibt, dass es mehr oder weniger automatisch geregelt wird. Auf der anderen Seite können die Leute, die sich dann mit dem Thema detailliert beschäftigen wollen, eben ihre Schiffe auch deutlich optimieren, indem sie dieses Prozessmanagement und diese Hierarchien innerhalb der Energieverteilung selber festlegen können. Und ich glaube, das ist auch das, was einige da erreichen wollen, dass man auf jeden Fall immer so ein bisschen diese alte Star Citizen-Schere hat, easy to learn und hard to master, damit man hier eben noch möglichst viel individualisierte Gestaltungskraft für die Spieler bereitstellen kann. Ja, außerdem ging es dann nochmal ans Audio-Team.
Und hier beim Audio-Team werden eben gerade an den aktuellen neuen Waffen gearbeitet. Insbesondere hier ist zu erwähnen die Kestack Arms Karna Assault Rifle, eine Energiegewehr, was jetzt mit der Alpha 3.3 ins Spiel kommen soll und was auch zwei verschiedene Feuermodi bietet. Hier wurden eben nochmal die Sounds ein wenig optimiert und man konnte durchaus feststellen, dass sich das um eine spannende Waffe handeln wird, da wie gesagt mit den zwei verschiedenen Feuermodi eben auch zwei verschiedene Schadenswirkungen eintreten können. Einmal eine Art Schnellfeuermodus und dann auf die andere Art ein Aufladen der Waffe und eben ein Abfeuern eines sehr deutlich stärkeren Energiebolzens. Außerdem ging es nochmal auch im Audio-Team um die Schrittgeräusche, die unsere Charaktere machen. Hier wurde auch viel feiner gearbeitet als zuvor, sodass jetzt auch andere Bewegungsarten, wie zum Beispiel schneller, langsamer, vorwärts und rückwärts, andere Schrittgeräusche erzeugen. Jeder Fuß ist jetzt eine eigene Audio-Identität. Hat eine eigene Audio-Identität, das heißt, wird selber dynamisch berechnet, je nachdem, wann er sich eben auf den Boden setzt. Dann gibt es solche Features, dass man eben nach unten guckt und der Sound wird lauter, wenn man das dann hört, als wenn man nach oben guckt und so weiter und so fort. Das heißt, damit wird auch noch mehr Dynamik geschaffen, gerade was Schleichen und langsamer gehen angeht. Ja, ein großer Punkt war noch von ATV, eine neue Motion-Capture-Aufnahme, beziehungsweise vielmehr Performance-Capture ist ja hier gemeint, die für neue Missionsgeber gemacht wurde. Die brauchten noch zusätzliche Bewegungen und Lines, die aufgenommen werden mussten und dafür sind dann Dave Haddock und der Weissbaum rübergeflogen in den UK und haben neue Aufnahmen eben veranlasst bzw. dann betreut. Und hier wird eben ein bisschen erklärt, wie das gleichzeitig aufgenommen wird. Das heißt, sowohl das Motion Capture als auch das Audio eben synchron aufgenommen wird, um das möglichst gleich und direkt ins Spiel integrieren zu können. Außerdem wurden noch zusätzliche Aufnahmen gemacht für die FPS-KI, das heißt die Combat AI, wie sie so schön nennen, die künstliche Intelligenz für NPCs, die dann mit uns im Bodenkampf treten sollen und außerdem weitere NPCs wurden auch noch aufgenommen, damit man eben das komplettieren kann. Diese Änderungen sollen übrigens, die Neuaufnahmen sollen übrigens nicht direkt mit 3.3 kommen, sondern eben dann mit dem Zwischenpatch, der momentan noch als Alpha 3.3.5 bezeichnet wird, wobei eben diese Bezeichnung noch sehr vorläufig ist. Also ein großer weiterer Motion Capture Shoot, was das anging. Und dann kam am Ende nochmal die Erwähnung der CitizenCon. Da wird jetzt eben die für die Alpha 3.3 für den Release vorbereitet, um dort eben möglichst eine große Party feiern zu können und damit auch eben den Teil-Release dieses 3.3 Major-Patches an die Weltöffentlichkeit zu bringen. Wie gesagt, unter 50 Tickets sind es noch zu haben. Wenn ihr zufällig in den USA sein solltet oder wirklich sagt, ach, was soll's, ich mache die Reise mal schnell, dann könnt ihr die jetzt gerade noch erstehen. Und außerdem wurde noch darauf hingewiesen, dass kurz darauf, wer dann sich in Frankreich aufhält, der zur Pariverse fahren kann. Die wird in der Nähe von Paris stattfinden. Eine große Messe, ähnlich wie die Con42, die ja bei uns letzten Wochenende stattgefunden hat, ist das eine eigene Star Citizen Fan Convention und findet mehr oder weniger unmittelbar an dem Wochenende nach der Citizen Con statt. Ja, in dem Sinne, schön, dass wir diese wieder hatten, die ATV-Episode und auch recht ausführlich war an der Stelle. Und ich gehe jetzt weiter zu Reverse the Verse. Und ja, hier hatten wir eine richtig interessante Episode, zumindest alle, die die Hammerhead als ihr zukünftiges Schiff der Wahl bezeichnen, werden hier großen Spaß gehabt haben, denn zu Gast bei Jarrett Huckabee aka Disco Lando waren diesmal Adam Parker, der war Systems Designer bei CIG, dann der bereits bekannte Vehicle Pipeline Director John Crew und Ship Artist Calvin Williams. Die alle drei haben sich mit Disco Lando über die Hammerhead unterhalten und ich habe mir natürlich wieder die Highlights aus dem ganzen Gespräch herausgegriffen. Allerdings kann ich auch hier an der Stelle nur sagen, wer wirklich Fan von dem Schiff ist, sollte zu SCB gehen und sich dort die Übersetzung nochmal durchlesen. Die ist nämlich da vollständig mit allen Fragen. Manche sind natürlich ein bisschen komisch, die, wie das immer so mit Bäckerfragen ist. Auf der anderen Seite gibt es noch die ein oder andere Zusatzinformation, die jetzt vielleicht kein Highlight ist, aber für Hammerhead-Besitzer durchaus interessant sein kann. Die wichtigsten Fragen, die ich mir so rausgesucht habe, war jetzt erstmal am Anfang ganz basic, was ist eigentlich die ursprüngliche Idee von der Hammerhead gewesen? Und sie sagten, am Anfang wollten sie eigentlich ein kleines Patrouillenschiff haben, das eigentlich so in der Größe von der Retaliator agiert, also mehr oder weniger so ein Schnellboot, könnte man sagen. Und eigentlich für defensive Maßnahmen innerhalb von Systemen, also letztendlich für defensive Verteidigungsstrategien gedacht war, um eben Systeme und Flotten zu verteidigen. Sie haben allerdings festgestellt, dass diese Schiffe höchstwahrscheinlich eigentlich immer eine relativ lange Zeit im Weltraum unterwegs sein werden und dementsprechend auch
Sachen für die Mannschaft brauchen, also Quartiere, eine Messe und so weiter und so fort. Und damit wurde eben aus dem Initialkonzept von der Hammerhead, aus dem kleinen Schnellboot, das Schiff, wie es jetzt ist, nämlich deutlich größer und eben für mehr Besatzung gemacht. Nächste Frage war, ob sich die Dimensionen des Schiffes jetzt ändern werden und stark ändern werden, nachdem sie eben ein zweites Deck bekommen hat. Haben sie gesagt, nein, interessanterweise nicht. Sie wird sich ein wenig verändern, aber eigentlich wird sie nicht viel über die Maßstäbe, die auf der RSI-Seite angegeben sind, hinausgehen. Sie haben es geschafft, dieses zweite Deck in den vorhandenen Platz einzufügen und mussten das Schiff nicht deutlich größer machen. Es ist ein klein wenig gewachsen, aber nicht so groß wie andere Schiffe im Vergleich, nachdem sie überarbeitet wurden. Ja, nächste Frage, auch interessant, wie kann man denn die Hammerhead einordnen, was ihre Geschwindigkeit und Agilität im Weltraum angehen wird? Was ist denn da vergleichbar? Momentan, sagen sie, ist das wohl vergleichbarste Schiff dazu die Starfarer. Das heißt, sie wird relativ langsam, beziehungsweise vor allem in der Beschleunigung langsam sein, sollte aber im Gegensatz zur Starfarer noch ein bisschen mehr Agilität und Manövrierfähigkeit besitzen. Das heißt, da wird es noch ein bisschen an den Schrauben gedreht werden, aber grundsätzlich, wenn man so einen Orientierungspunkt haben will, sollte man sich die Starfarer angucken und wissen, wie die sich durch den Weltraum bewegt. Naja, und von da aus werden sie aber noch weitere Optimierungen vornehmen. Das ganze Schiff muss natürlich auch im Balancing überhaupt noch angepasst werden, nachdem es ins Spiel gekommen ist und jetzt das erste Mal zur Verfügbar stehen wird. Ja, dann immer eine Frage, die ich gerne und sofort jedes Mal in einen Report reinnehme, weil wenn ich sie nicht reinnehmen würde, würde sie gestellt werden irgendwann. Was passt denn rein in die Hammerhead? Hier geht es natürlich erstmal um Fahrzeuge und Bodenfahrzeuge und da sagten sie also, die Rampe von der Hammerhead ist gedacht für den Urza Rover von RSI. Also alles, was kleiner ist als der Urza Rover oder eben genauso groß, wird da reinpassen. Und damit ist, glaube ich, die Frage auch gut beantwortet, denn aktuell gibt es ja sonst nur eine Größenklasse größer an Bodenfahrzeugen, die wir bisher kennen, und das wäre der Tumbril Nova Tank oder auch Tonk, wie man ihn korrekt nennt in der Star Citizen Community. Und dieser Tonk passt ja bisher auch nur in ein einziges Schiff und zwei Schiffe, um genau zu sein, nämlich die Starlifter von Crusader Industries und in die Idris wird er wohl reinpassen, aber dafür ist eben auch die Hammerhead nicht gebaut. Gut, weiter ging es dann mit der Frage, ob es denn die Möglichkeit geben wird, und jetzt horcht auf, denn es ist tatsächlich eine Frage, die ganz, ganz oft gestellt wird, die Geschütztürme der Hammerhead auch durch Computer steuern zu lassen. Oder ob man immer Spieler oder NPCs benötigt, um das zu machen zu können. In der Alpha 3.3, also dem initialen Release von der Hammerhead, werden die alle von Spielern gesteuert werden müssen. Da gibt es noch nicht die Möglichkeit, das irgendwie zu slaven oder an einen Blade zu koppeln, sodass man das als Remote-Turret bedienen kann. Aber in der Zukunft soll das anders werden. Es werden nicht alle Türme von einer künstlichen Intelligenz oder einer Blade, als einen Remote-Turret, wie auch immer, gesteuert werden können. Das wird für einige Türme gehen. Sie haben noch nicht die genaue Anzahl, wie viele Türme und welche das sein würden, die wir auch slaven können und dementsprechend niemand reinsetzen können. Aber es wird welche geben. Das hängt letztendlich von der Gesamtzahl der Komponenten ab, die in dem Schiff sind und wie viel Platz noch ist, um eben zusätzliche Blades oder ähnliches einzufügen, um die Türme eben automatisiert steuern zu lassen. Es wird aber gehen können und das wird auch dann bedeuten, dass eben der Co-Pilot zum Beispiel den Türmen selbst Ziele zuweisen kann, sie als Remote-Turrets steuern kann oder eben auch auf automatisiertes Feuern stellen kann. Und das wird zumindest einen Teil der Crew entlasten und man wird nicht immer alle Türme voll besetzt haben müssen. Damit schloss ich dann auch die Frage, was eben der Co-Pilot machen kann, jetzt in der Alpha 3.3 und später. Momentan kann er sich natürlich um die MFDs kümmern, wobei wir wissen, dass auch das noch deutlich optimiert werden muss, damit es richtig Sinn macht. Später soll der Co-Pilot aber vor allem das Schiffsmanagement übernehmen können, das heißt ganz verschiedene Funktionen im Schiff übernehmen, unter anderem auch die Navigation und natürlich dann auch die Geschütztürme steuern können, wie eben schon erwähnt. Das soll auch möglich sein von verschiedenen Stationen, unter anderem eben vom Co-Piloten aus, dass man hier dem Piloten unter die Arme greifen kann und diesen zum Beispiel durch Zuweisung von Zielen oder Identifikation von Zielen die Möglichkeit gibt, das Schiff besser zu steuern. Ja, noch eine Frage zum Innenraum war, was wird es denn jetzt in der Hammerhead eigentlich wirklich für Räume geben? Und da haben sie eine kleine Liste aufgestellt, nämlich eine Messe, die es geben wird, eine Brücke, die eben unter dem Schiff so angesetzt ist, ein Maschinenraum, Mannschaftsquartiere und Räume, eine einzelne Kapitänskajüte, wir werden Toiletten, Duschen, Räume für die entsprechenden Komponenten haben, die das Schiff verbaut ist. Eine Aussichtsplattform, bin ich da ganz gespannt, ob das da oben drauf ist oder wie das aussieht. Einen Frachtraum, drei Fahrstühle und acht
Fluchtkapseln. Also diesmal haben wir wenigstens auch noch Escape Pods mit dabei. Das ist doch sehr schön. Da bin ich also sehr gespannt, wie sich das ausmacht. Ich glaube ja, dass viele Leute da draußen auf die Hammerhead warten und gucken, wie sie sich dann auch in-game macht. Ja, damit gehen wir dann auch schon weiter zur nächsten Episode und das ist dann Calling All Devs. Wie gesagt, an der Stelle, wer wirklich noch mehr über die Hammerhead erfahren möchte und sich auch die Antworten nochmal in Ruhe durchlesen will, der solle zu SCB gehen. Dort ist die Reverse-Episode übersetzt und auch vollständig vorhanden. Ja, weiter geht's. Calling All Devs. Mr. Steel Yodata hieß diese Episode und man kann sich schon denken, worum es da ging. An allererster Stelle wurde erstmal Dan Truffin interviewt. Den kennen wir ja auch schon, der sehr viel und sehr ausführlich gerne spricht über die Entwicklung von Star Citizen. Und ich kann auch immer sagen, das Schöne ist bei Dan Truffin immer, er redet immer so schön positiv. Und er hat immer eine große, man merkt, dass der Mann eine große Leidenschaft für das Spiel hat und eben entsprechend auch an der Vision selbst teilnimmt. Und man immer von ihm selten eine negative Antwort kriegt oder eine komplett negative, sondern eher eine Antwort, die einem dann Spaß machen kann. So war es auch mit diesen Fragen, nämlich zum Beispiel mit der Möglichkeit, ob man irgendwann im Spiel entsprechend mit Werkzeug zu Fuß oder eben quasi per Hand Bergbau betreiben können wird, also Mining und das Ganze mit einem Mining-Laser oder ähnliches. Und er sagt ganz eindeutig, ja, das Feature ist geplant. Er kann natürlich nicht sagen, wann und in welcher Form es reinkommen wird und in welcher Art von Iterationen, aber sie wollen auf jeden Fall Spielern die Möglichkeit geben, es auch alleine per Hand zu machen, ohne dass das jetzt unbedingt Fahrzeug- oder schiffsgebunden ist. Erstmal wird sich allerdings, bevor es sich darum gekümmert wird, wird sich allerdings um die Salvaging-Mechanik gekümmert werden. Die soll erstmal in dem Tier 0 Level fertig werden und ins Spiel kommen, damit eben Spieler auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel Schiffe wie die Vulture zu nutzen, und von da aus geht es dann weiter, um die Mechaniken entsprechend zu verfeinern. Und außerdem soll es später möglich sein, per EVA oder eben zu Fuß bestimmte Geräte an Felsen anzubringen, die wiederum helfen, die Resistenz des jeweiligen Asteroiden oder Steins so weit runterzubringen, dass man auch alleine einen Stein mit einer besonderen Resistenz oder Dichte abbauen kann. Wofür man normalerweise mehrere Schiffe oder mehrere Mining-Laser brauchen würde und damit mit Leuten zusammenarbeiten muss, würde es hier eine Device geben, irgendeine Art von Gegenstand, der eben einem auch alleine hilft, so einen wertvollen Felsen zu knacken. Das wäre sozusagen ja so eine Art Stativlaser, den man eben aufstellt, oder so eine Art Drohne vielleicht, ich weiß es nicht genau, hat er es nicht gesagt, die sozusagen den zweiten Mining-Laser raufrichtet und der ist dann eben nicht zum Knacken von dem jeweiligen Asteroiden oder Stein da, sondern der ist dann einfach nur dazu da, um die Resistenz zu verringern. Fand ich auch ganz interessant. Weiter ging es dann natürlich nochmal mit der Frage zum Titel der Episode auch. Ist das denn jetzt mit dem Feature Datendiebstahl? Geht es hier nur darum, dass man Datenströme abfängt und selber interpretiert, oder werden auch die Data Runner die Möglichkeit haben, Schiffe selber aktiv zu hacken? Und da sagte er, ja, also das aktive Hacken von Schiffscomputern ist in jedem Fall ein vorgesehenes Feature. Da gibt es auch wenig dran zu diskutieren. Das wird auf jeden Fall passieren. Aktuell ist geplant, dass es dafür dann ein Minigame geben wird. Dieses Minigame wird so realistisch wie möglich gestaltet werden. Das heißt, es wird, je nachdem, was man für ein System verbaut hat und wo man sich versucht einzuhacken, sehr ordentliche Schwierigkeitsgrade mitbringen. Das heißt, es ist keine Sache, die man mal so eben aus dem Handgelenk macht, sondern man wird sich da schon mit in gewisser Weise als spielverarbeiteten Hacking-Skills einbringen müssen, um eben an ein Schiff ranzukommen. Denn der Schaden, den man damit anrichten kann, und eben die Fallhöhe, die so eine Mechanik mitbringt, die ist relativ hoch, und das wollen sie dementsprechend nicht allzu einfach gestalten. Aber es wird auf jeden Fall möglich sein. Nächste Frage ging dann an Kirk Tomei. Da haben wir dann gewechselt von Dan Truffin rüber zum nächsten Developer. Und da war die Frage, wie ist es jetzt mit der Origin 350R? Die wird ja nun deutlich größer als zuvor. Ist die dann in einem anderen Rennsegment als zum Beispiel Schiffe wie die Miss Grazer oder die M50? Und da sagte er, naja, also so deutlich größer als vorher wird sie jetzt eigentlich nicht. Letztendlich bleibt sie in dem dem Größenkonstrukt, wie sie bisher bedacht ist. Ein Hauch größer wird sie werden, aber sie soll auch in dem Rennsegment bleiben, was sie bisher bedient hat, also auch gegen M50 und Miss Grazer antreten können. Allerdings eben dadurch, dass sie wirklich ein Stück größer ist als diese Schiffe, mehr Masse mit sich bringt, hat sie ein paar Einbußen bei ihrer Manövrierfähigkeit und der Agilität in Bezug auf diese beiden Konkurrenten. Dafür dann einen deutlichen Vorteil, was die Endgeschwindigkeit angeht. Also da sollte man sozusagen möglichst gerade strecken
Strecken wählen, ohne viel Kurven und ohne viel, dass man viel mehr navigieren muss, sondern je gerader und weniger Kurvenflug die Strecke beinhaltet, desto besser wird man mit einer 350R abschneiden im Vergleich zu einer M50. Ja, außerdem ging es dann nochmal um die Neuigkeiten, die wir hoffentlich bald erfahren zum Lynx Rover. Das ist ja von RSI ein weiteres Modell, ein sozusagen teureres Modell vom Ursa Rover, der schon seit langer Zeit angekündigt ist, bei einigen Schiffen dabei und dementsprechend auch die Frage entstanden ist, wann es da denn jetzt mal weitergeht. Ja, und da gab es eine ganz konkrete Antwort, nämlich der Lynx Rover ist momentan für Mitte 2019 geplant. Das heißt, da soll er dann fertig sein, ins Spiel kommen und auch den momentanen Ursa Rover, den man als Loaner Vehicle hat, wenn man einen Lynx Rover besitzt, ersetzen. Ja, so viel dann also auch zu Calling All Devs. War auch wieder eine schöne Episode mit vielen Informationen drin. Ansonsten kann ich sagen, wir haben natürlich wieder ein paar neue Features, die wir drin haben bei unserem Let's Play Was Anderes Channel. Da schaut doch mal rein, denn demnächst wird es da auch mit einem neuen Spiel losgehen. Wir haben gerade vor kurzem die Aufnahmen abgeschlossen und haben jetzt uns Space Hulk Deathwing zugewandt. Zumindest verwandt insofern, als dass es ein sehr schönes Sci-Fi-Genre ist im Warhammer 40k-Universum und meiner Meinung nach echt eins der besten Spiele, was Games Workshop hier rausgebracht hat. Das heißt, da schaut doch mal vorbei, schenkt uns gerne ein Abo, da freuen wir uns riesig drüber. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns live auf Twitch verfolgt, denn da habt ihr die Möglichkeit, bei Live-Aufnahmen dabei zu sein, wie zum Beispiel manchmal Showcases oder wöchentlich dem SCB-Verse Report, aber auch bei unseren Let's Play-Terminen und anderen Spielen, die wir auch immer mal wieder bedienen, könnt ihr gerne dazu schauen. Freuen wir uns riesig drüber, wenn da der Chat und die Viewerschaft voll ist und ihr dementsprechend einfach direkt mit uns in Kontakt treten könnt. Die nächsten Termine sind da. Sonntag, der 30.09. Das ist jetzt der direkt kommende Sonntag, an dem werde ich den Stream übernehmen. Und zwar ab 19.30 Uhr gibt es erstmal den Star Citizen Let's Play Sunday. Da gehen wir dann ins Verse und sprechen natürlich auch nochmal ein bisschen über aktive momentane Entwicklungen in dem Design von Star Citizen und gucken mal, was wir sonst so erleben können. Und im Anschluss zur Late Night sozusagen gehen wir dann auch in Space Hulk Deathwing. Das heißt, da könnt ihr da auch schon mal einen Blick reinwerfen und werden gucken, dass wir dort die weiteren Kapitel in der Geschichte von Deathwing abschließen können. Dienstag geht es dann weiter, das ist dann schon der 2. Oktober. Ab 19.30 Uhr geht es wieder Crash Academy zockt, diesmal mit Postscriptum. Wir setzen das von letzter Woche fort und gucken, dass wir mit unserem inzwischen schon ganz gut eingespielten Squad ein paar schöne Kriegsschauplätze dort besuchen können, ein paar schöne Missionen erleben und mal sehen, wie wir uns diesmal dort durchsetzen. Letztes Mal waren ja schon ein paar schöne Games dabei, also schaltet ein, kommenden Dienstag, 19.30 Uhr. Mittwoch, weiter geht's mit Wiesen zockt. Was er da genau machen will, hat er mir noch nicht verraten. Das heißt, da bleibt am besten up to date. Über Twitter, Facebook oder ähnliche erfahrt ihr dann, worum es gehen wird. Es könnte sein, dass er wieder Neville Action macht, was, glaube ich, wirklich auch vielen Leuten gefallen hat. Letzte Woche habe ich so gesehen. Dann steht auch wieder Hearts of Iron auf dem Programm oder Dreadnought. Das wird alles passieren am Mittwoch, den 3.10. ab 18.30 Uhr. Donnerstag, ja, da gehen wir wieder in Let's Crash rein. Letzte Mal musste ja leider ausfallen. Diesmal wollen wir also wieder loslegen ab 20.30 Uhr am Donnerstag, den 4.10. Let's Crash bei uns auf dem Crash Academy Channel und das natürlich rund um Star Citizen mit Talk und den neuesten Informationen, die wir dann haben. Und die Woche beschließt dann wieder der Freitag und das ist dann entsprechend der 5.10. Da geht es dann wieder ab 17.30 Uhr live auf dem Crash Academy Twitch Channel mit dem SCB Verse Report und der Q&A Talkrunde. Seid dabei, freuen wir uns riesig. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr hier die Videos kräftig verfolgt, uns bei YouTube abonniert, wenn ihr up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen, rund um Star Citizen und natürlich auch gerne bei Twitch vorbeischaut. Auch da freuen wir uns natürlich über ein Abo, was ihr gerne machen könnt, wenn ihr zum Beispiel Twitch Prime-Kunde seid. Da kriegt ihr das nämlich dann kostenlos jeweils für einen Monat. Und außerdem schreibt uns kräftig Kommentare, liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie gefallen hat und seid wieder dabei, wenn es heißt See you on the Flight Deck. Zauber out.